Ich bestreite heute meinen ersten Tag als Radiomoderator. Und ihr könnt daran teilhaben. Und wo wir sind? Aber in der Schule. Denn diese gewann bei der Aktion vom HR ein ganzes Radiostudio. Das darf ich moderieren. Und wie es sich für eine Schule gehört, haben wir das natürlich in einem gottverdammten Lagerraum. Unser Lagerraum ist schön. Ja. Wunderschönes Radiostudio mit so einer schönen Schallisolierung. In der Tat. Hier haben wir die Technik. Zum Beispiel der Klassiker, das Rode NT1A. Ein schöner Laptop. Tolle Dinge, welche tolle Dinge tönen können. Und jemanden, der jetzt was aufnehmen wird. Die kreativen Projekte finden sich an unserer Schule überall. In Vitrinen stehen Figuren, Schaubilder. Ah, fuck, ich hab was unvergessen. Okay. So. Stell euch mal vor, jetzt gerade machen die einen Test, ob man draußen die Lautsprecher installieren kann. Ich so, ja. Mein großes Vorhaben, eine Kulturschule zu werden, aber dadurch haben sich neue Möglichkeiten für Schüler und Lehrer ergeben. Wie Profilklassen, eine breite Auswahl an WGs und ich zuletzt die Gelegenheit, den Lehrern ihre Freiheit zu geben, um den Schülern ein kreatives Lernen zu bieten. Außerdem betont an... So, ich habe mir einen... Ja, einen kleinen Plan geschrieben für meine Moderation. Ja, meine Schrift ist zu bewundern und bald darf ich hier loslegen. Ich freue mich drauf. Ciao, freust du dich drauf? Mit dem wunderschönen Sessel. Er freut sich drauf. Falluffel. So, wir haben jetzt 10 Minuten, bevor es losgeht. Es sind viele Menschen da. Nicht so viele, wie es regulär sein werden, weil das mehr so Generalprobe ist, die jetzt irgendwie in Wir informieren alle Klassen ausgeartet ist. Aber vor der Mensa wird gesendet. Wir freuen uns drauf. Ich habe ja noch den Basti bei mir. Der wird für mich die Technik hier bedienen. Es wird spannend. Oh, das Lampenfieber ist jetzt größer als gedacht. So. Okay, jetzt geht's los. Und damit willkommen zur ersten Ausgabe Dynamite Radio mit mir, René Z***. Und wir haben heute ganz tolle Dinge zu bieten. Zum Beispiel klatsche ich euch ein wenig Musik auf die Ohren, den explosiven Mix. Und ja, der eine oder andere wird sich denken, wie kommt es denn dazu, dass unsere Schule jetzt auf mal einen Radiosender hat? Manche haben Glück, manche haben mehr Glück. Wir und 7 andere Schulen hatten Glück und demnach haben wir jetzt ein Radiostudio, gesponsert vom HR. Nun, wir fangen gleich mal an mit Jolene von Boss Hoss featuring The Common Linnets. Viel Spaß damit! Beast's apathy, and that feeds off silence. The people so quiet, now the beast so vibrant. Beast is religion, man, the beast is character. Okay, wir müssen... Mikrofon. Bisschen leiser, ein bisschen Steuerung. So, Werther News von... Sie... Nee, Jasmin... Scheiße, was passiert da? Was passiert da? Ist egal, ich muss ihn nennen. Wir machen nur einen Jingle. Ich gucke mein Thema aus. Zwei und direkt Musik. Gut. Das mache ich auch immer aus, weil der summt. Ganz entspannt. Tja. Ich hoffe. Langsam wird's. Entspannter. Das war Fast Car und nun zu einer Reportage von Marcel. Nämlich, ja, die Bertha von Suttner Schule ist eine Kulturschule. Aber was genau bedeutet Kulturschule? Welche Vorteile bringt es? Und was hat unsere Schule damit zu leisten, ihren Status zu halten? Diesen Fragen ist Marcel nachgegangen und hat mit der pädagogischen Leiterin Anne Hart gesprochen. Das vergessen, das war Mike zu pegeln, das war Kacke, du hast nur hoch nicht verpinkt. Eine Kulturschule verankert kreative Methoden im Unterricht. Mit Fächergrenzen, in denen wir als Kollegen okay. Projekte anbieten. Ah, ich hab vergessen, das Mike zu pegeln!
Hier ist School FM, euer Schulradio. Ja, schöne Reportage von Marcel. Hat er auch lange Zeit dran geschrieben. Nun, kommen wir zu G-Eazy Bebe Rexha. Kennt den Titel jemand? Kann das irgendjemand richtig aussprechen? Spricht man das, mit X aus? Ich weiß es nicht. Vielleicht hören wir es im Song heraus. Das war Please Tell Rosie und ja, Dynamite Radio, die erste Ausgabe, neigt sich dem Ende. Wir bedanken uns für alle Zuhörer und werden das Ganze jetzt mit 7 Years von Lucas Graham ausklingen lassen. Viel Spaß!